Der Name, das Logo, ein Produkt oder eine Dienstleistung. Erst Exklusivität sichert einem Unternehmen Erfolg. Der Schutz dieser Marken sollte deshalb frühzeitig erfolgen. Der Markenschutz gibt Ihnen grundsätzlich ein Monopolrecht. Sie sind der Einzige, der diese Marke dann verwenden darf. Und das gibt Ihnen überhaupt die Möglichkeit, eine Marke, Ihre Marke aufzubauen, einen guten Ruf aufzubauen, weil Sie nämlich andere ausschließen können. Und später, wenn Sie eine Marke eingeführt haben, können Sie dann Nachahmer davon abhalten, diese Marke, diesen guten Ruf auszunutzen. Fehlt der Markenschutz, steigt das unternehmerische Risiko. Im Extremfall ist die Existenz bedroht. Sie sind Gewerbetreibender, verzichten auf den Markenschutz, nennen ihr Produkt natürlich, benennen es irgendwie, benutzen also eigentlich eine Marke. Wenn sie die nicht registriert haben, kann es im schlimmsten Fall so sein, dass ein Konkurrent sieht, was sie für eine schöne Marke verwenden, die toll findet und selber beim Deutschen Patent- und Markenamt als Marke anmeldet und dann später aus der Registrierung gegen sie vorgeht. Mehr zu diesem Thema auf der Unternehmerkonferenz am 19. Mai in Nürnberg. Anmeldungen unter unternehmerkonferenz.de.